Hallo, ich bin's, eure Queenie Beanie und willkommen zu meinem neuen Food Haul. Genau, ich war ein bisschen shoppen in unseren Lieblingssupermärkten und habe mal geschaut, was wir alles eigentlich so kaufen. Und genau, fangen wir jetzt gleich mal an. Los geht's! Dann lege ich gleich mal los. Du bist, was du isst. Das ist meine Devise, Leute. Und deshalb möchte ich nicht dieses Hähnchen sein. Sorry. Weil das kriegt den ganzen Tag nur eins zu fressen und das ist genmanipuliertes und Glyphosat bespritztes Soja. Also da, wo mal Dschungel war, wächst jetzt Soja bis zum Horizont. Das Ding ist einfach, dass das Soja so genmanipuliert wurde, dass es als einzige Pflanze diese Glyphosat-Behandlung überlebt. Das heißt, alles andere wird zernichtet. Dieses Soja fressen die Chicks Tag ein, Tag aus und sehen bis zum Finale nichts anderes als Gitterstäbe, Antibiotika und andere Chicks. Wenn das Huhn sein Leben lang Chemie gefressen hat, dann esse ich das doch nicht. Also, was habe ich als nächstes für euch? Genau, es ist arschkalt draußen. Ihr wollt einfach nur nach Hause und eure Füße hochlegen und einfach nur einen Tee trinken. Denkste, weltweit verarmen Teepflückerinnen und Kaffeebäuerinnen. Und ja, insbesondere Frauen werden weit unter dem Mindestlohn bezahlt. 8,75 wie bei uns pro Stunde kannst du vergessen. 1,80 pro Tag. Also wenn ich so wenig vom Kuchen abkriegen würde und die ganzen Konzerne den ganzen Kuchen, dann würde ich streiken. Dann gibt es gar keinen Kuchen mehr. Bam! Eigentlich voll clever, eigentlich voll normal. Aber für indische Teepflückerinnen oder guatemalische Kaffeebäuerinnen ist das lebensgefährlich. Sich gewerkschaftlich zu organisieren oder die ILO-Normen durchzusetzen, wird von den Konzernen brutal unterbunden. Irgendwie auch voll klar, sonst müssten sie ihre Arbeiter ja auch vor den ganzen Pestizidvergiftungen schützen. Weiter geht's! Die gute alte Schrippe. Was ist daran jetzt faul? Ganze 4 Konzerne kontrollieren 70% des Getreidehandels weltweit. Das ist so, als ob nur Bayern, Chelsea, Real Madrid und Barcelona in der Champions League spielen. Oh, klar wird das irgendwann langweilig und dann sucht man sich ein anderes Spielfeld. Zum Beispiel Finanzjonglage. Da spielt man einfach mit den Preisen Fußball. Mit Essen spielt man nicht. Denn Nahrungsmittelspekulationen lösen zum Teil extreme Preisschwankungen aus. Die Mehrzahl der Menschen, die lebt von der Hand in den Mund. Und für die ist es eine Katastrophe. Fun Fact: Großkonzerne spekulieren auf zukünftige Ernteausfälle und verdienen dadurch Milliarden. Und während in Äthiopien die Hungersnot ausbricht und in Indien Tausende von Kleinbauern sich in den Selbstmord stürzen, fliegen in Chicago an der Getreidebörse die Korken. Cheers! Not funny. Als nächstes, wenn es mal wieder etwas länger dauert, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass sich Umweltaktivisten an Bäume gekettet haben, um den Regenwald zu schützen. Palmöl und Palmfett ist in so vielen Süßigkeiten und auch in ganz vielen Produkten, die wir verwenden. Zum Beispiel in Shampoo. Und es verkauft sich einfach super auf dem Weltmarkt. Deswegen werden gigantische Flächen Regenwald abgerodet, damit dort Palmenplantagen hingestellt werden. Das gleiche gilt für Mais- und Sojaplantagen in der Tierfutterindustrie. Erinnert ihr euch an die Chicks? Das muss man sich mal vorstellen. Auf einem Hektar Regenwald sind mehr Tier- und Pflanzenarten als in ganz Europa. Irre! Und dann roden wir einfach Millionen von Hektar ab für eine Monokultur. Und eigentlich ist der Boden für den Ackerbau auch völlig unbrauchbar. Aber dafür haben wir unsere Chemie. Monokultur und Artenausrottung. Klingt irgendwie faschistisch, oder? So, das war's mal wieder von eurer Queenie Beanie. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wer jetzt noch Appetit hat,
kann sich mal anschauen, was es alles so für Alternativen gibt. Denn wenn die Supermärkte mal wieder einen auf Türsteher machen und mir nur ihre Schundprodukte anbieten, dann zeige ich ihnen meine kalte Schulter. Denn ich suche mir immer noch selber aus, zu welcher Musik ich tanze. Leute, informiert euch! Du bist, was du isst. Watch out, Freunde.